Ihr Stellvertreter Nils Schmid hat in Absprache mit Ihnen in der letzten Woche mit der Bahn Sondierungsgespräche zum Filder Bahnhof geführt. Worum ging es in den Gesprächen? Ja, in diesen Sondierungsgesprächen gab es ein Angebot von uns, dass wir uns an den Kosten des Filder Bahnhofs beteiligen, wenn die Bahn im Gegenzug dafür die Sprechklausel aus dem Finanzierungsvertrag rausnimmt. Ja, damit hätten wir die Sicherheit gehabt, wenn die Sprechklausel fällt, dass wir dann in Zukunft überhaupt nicht kein Risiko mehr eingehen müssen, dass wir uns an weiteren Kosten beteiligen. Zwar gehen wir davon aus, dass die Sprechklausel eh nicht ziehen wird, aber ein Restrisiko ist natürlich da, das entscheidet ja ein Gericht. Und das wegzubekommen, wäre uns solch eine Beteiligung nochmal wert gewesen. Die Bahn hat leider dieses Angebot abgelehnt und ist nicht auf diesen Kompromiss eingegangen. Und deswegen muss sie jetzt die Kosten für den Filder Bahnhof selber tragen. Sie wird dann die Antragstrasse, nehme ich an, dem Eisenbahnbundesamt vorlegen zur Genehmigung. Das Eisenbahnbundesamt muss dann über diese Trasse entscheiden. Das Land wird sich also nicht an den Kosten für den Filder Bahnhof beteiligen? Gut, es war ja von vornherein klar. Der Kostendeckel gilt, den hat das Kabinett einstimmig beschlossen. Es geht jetzt nur darum, wenn man eine Variante, die jetzt bisher nicht in der Planung war, machen möchte, wollte die Bahn aber nicht, dann wären wir dafür offen gewesen unter diesen Bedingungen. Das war nun nicht der Fall. Und der Kostendeckel, der gilt, der galt vorher, der gilt jetzt wieder sozusagen ganz absolut. Ist damit der Grundsatzstreit innerhalb der Koalition zu Stuttgart 21 beendet? Ja, der Grundsatzstreit ist beendet. Ja, das war jetzt nochmal sozusagen ein Restkonflikt. Nicht im Kern ist das natürlich mit der Volksabstimmung schon entschieden worden. Es gab nochmal so einen Nebenkriegsschauplatz, möchte ich mal sagen, zum Filderbahnhof. Auch das ist jetzt erledigt. Und jetzt ist die Grundsatzdebatte beendet. Wir werden sicher noch viele Probleme bei dem Bau bekommen. Da mache ich mir nun nichts vor bei so einem großen Projekt. Aber wir streiten jetzt nicht mehr im Grundsätzlichen. Und das ist ja auch für eine Koalition wichtig.